the moon. La da 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 mango tree, me honey. Make hula hoops underneath the mango tree. Make hula hoops soon. La da da dee da da dee, honey and me. Underneath the mango tree, my honey and me. Wer singt da? Keine Angst. Ich glaube, ich darf ebenso wenig auf Crab Key sein wie Sie. Sind Sie allein? Was tun Sie auf der Insel? Suchen Sie Muscheln? Nein. Hübsche Mädchen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wie Sie wollen. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen Ihre Muscheln nicht stehlen. Glaube ich nicht, ob Sie es versprechen oder nicht. Wie schade. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, Sie werden sich doch nicht an einem wehrlosen Mann vergreifen wollen, schöne Unbekannte. Wie heißen Sie? Ryder. Und mit Vornamen? Honey Ryder. Was finden Sie daran komisch? Oh, nichts. Ist ein sehr hübscher Name. Und wie heißen Sie? James. Ach, sagen Sie mal, sind Sie hierher gesegelt oder gerudert? Gesegelt? So komme ich doch immer her. Dann wissen die, dass wir hier sind. Die haben Radar. Mein Boot ist zu klein, um aufzufallen. Außerdem komme ich öfter hier, um Muscheln zu suchen. Zuerst wollten Sie mich fangen, aber Sie haben mich nicht erwischt. Und jetzt werden Sie sich doch deswegen nicht mehr aufregen. Diesmal regen Sie sich auf. Lassen Sie das Zeug jetzt liegen. Sagen Sie nicht Zeug dazu. Sind die Dinger denn wertvoll? Für die eine hier bekomme ich 50 Dollar in Miami. Ja? 50 Dollar. Versprechen Sie mir, es nicht weiter zu sagen. Ja, natürlich. Hey, da drüben auf See! Schon gut, er gehört zu mir. Captain, was halten Sie davon? Was gibt's denn? Sie kommen mit einem Schnellboot. Versteck dich, Quoll. Weg! Entzückende Aussicht. Ja, das sehe ich auch so. Nur schade, dass sie kaum jemand bemerkt. Mojito. Sollten Sie mal probieren. Jacinta Jordan. Meine Freunde nennen mich Jinx. Meine Freunde nennen mich James Bond. Jinx, sagten Sie? Geboren am Freitag, den 13. Sind Sie abergläubisch? Sagen wir einfach, dass meine Beziehungen nur von kurzer Dauer sind. Das kenne ich. Raubtiere erscheinen gewöhnlich bei Sonnenuntergang. Warum ist das so? Ihre Beute kommt dann zur Tränke. Zu stark für Sie? Ich könnte mich daran gewöhnen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Wie viel Zeit haben Sie denn? Vielleicht bis zum Morgengrauen. Was ist mit Ihnen? Na, ich bin wegen der Vögel hier. Ornithologe. Ah, Ornithologe, verstehe. Das ist ja ein Ding. Sieht vielversprechend aus. Dann sind Sie heute Abend also nur mit den Eulen beschäftigt? Es gibt keine Eulen auf Los Organos. Vor Sonnenaufgang passiert da nichts. Jedenfalls nicht da draußen. Und was treiben die Raubtiere so, wenn die Sonne untergegangen ist? Sie vergnügen sich.
als wenn es kein Morgen gäbe.